So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute erlebt der DAX einen weiteren Abverkauf, was zunächst gestern nach der FED-Sitzung sich nicht angebahnt hat. Jedenfalls nicht bevor die Pressekonferenz losging. Da hat sich eigentlich der Dow Jones sich relativ neutral verhalten, keine größeren Kurssprünge gemacht. Erst eben ab 21 Uhr gab es dann einen kräftigen Abverkauf und drückte den Dow Jones unter, sag ich mal, hier unter das Tief jetzt nachhaltig. Jedenfalls auf Tagesschlussbasis wurde jetzt diese Marke aufgegeben. Im Nasdaq, hier habe ich schon auf die Indikation umgeschaltet, steht er jetzt schon unter, also kurzfristig, beziehungsweise halt jetzt vorbörslich, unter dem wichtigen Tagesunterstützung. Aber da der Tag ja noch relativ jung ist, kann sich hier eben noch eine Umkehrkerze dann formieren. Doch klar muss man jetzt hier auf etwas Größeres nach unten vielleicht eben auch schauen. Vielleicht war das hier eine versagende 5 und der Markt will hier ein neues Tief definitiv sehen oder sogar was ganz Größeres. Wenn man auf den Goldpreis schaut, der hat jetzt seit dem Bruch hier der Abwärtstrendlinie, beziehungsweise auch eben nach dem 3. Juni, absolut kaum Schwäche gezeigt, außer an dem Tag, wo noch der Rücklauf so eingezeichnet war und man long gehen konnte. Aber hier wurde dann eben die Position verkauft. Zog er jetzt direkt durch und erreicht jetzt hier im Prinzip das Kursziel, was ich gesehen habe, nachdem hier ein Tief ausgebildet worden ist. Aber da eben die Aktienmärkte ins Schlingern kommen, kann sich das hier doch noch sehr weit nach oben ausdehnen. Also wenn hier vielleicht mal eine eindeutige Umkehrkerze kommt, dann kann man vielleicht auf eine bisschen größere Korrektur setzen. Aber solange jetzt hier die Tageskerzen alle jetzt blau oder weiß sind, kann sich das im Prinzip fast beliebig nach oben noch ausdehnen. Japan und der Hang Seng kam heute Nacht auch größer unter Druck. Hier kommt er in den Unterstützungsbereich und der Stopp ist eben auf Tagesbasis gültig. Vom Nikkei habe ich hier leider kein Chartbild mehr. Da gibt es irgendwelche Probleme in Guidance. Der konnte gestern wieder die 16.000er Marke zurückerobern, aber heute muss er über 500 Punkte eben abgeben und kommt dann doch an das untere Kursziel dann langsam ran. Beim Yen, da gab es heute auch einen kräftigen Abverkauf. Da wird höchstwahrscheinlich hier der Wochenwiderstand aufgegeben und erreicht jetzt hier dann das alternative Szenario, eine wichtige Linie. Mal schauen, ob diese jetzt heute hält. Antizyklisch dagegen würde ich jetzt nicht traden heute, aber hält diese, dann kann es hier zu einer Aufwärtsbewegung führen. Zum DAX. Hier gab es gestern, ich schalte hier den Stundenchart rein, exakt zweimal ein Ranlaufen an die Gap-Kante, jeweils einen bärischen Abprall. Und nun eröffnet der DAX, wenn man hier auf die Indikation umschaltet, unter dieser Marke, aktuell notiert, im Future-Handel, bei 9.450
was jetzt hier eben sein kann. Und sollte eben Halt geben, wäre noch hier knapp unter der 9400 Punkte Marke. Es wird wirklich interessant sein, ob der Abverkauf dort stoppt oder danach habe ich jetzt hier keine Unterstützungslinien mehr oder ob er wirklich noch größer einbricht vor der Entscheidung am nächsten Donnerstag bzw. am Freitag. Das war's, danke fürs Zuhören und bis später.